Ja, hallo und heute will ich euch zeigen, wie ihr kostenlos eure Musik verschneiden könnt. Dazu braucht ihr ein Lied, in meinem Fall Basti April, LP Intro Song und das Programm MP3 Direct Cut. Der Link ist in der Beschreibung zum Download. Das Programm öffnet ihr. So, genau, dann erscheint dieses Bild. Ich verkleinere es mal. So, und dann schiebt ihr eure Musik hier rein. So. Natürlich ist am Anfang ist die Musik nicht also langweilig. Ihr könnt auch hören. So. Der spannende Titel kommt erst. Also. Jetzt kommt das erst. So, ab hier will ich es haben. So, also löschen wir das Ganze und ziehen einfach mit der Maus hier nach vorne. Und dann können wir auf die Schere gehen. Weg ist es. Und das immer so weiter, bis gar nichts mehr da ist. Und das Lied bleibt auch. Das geht nicht weg. So, jetzt haben wir schon einen Anfang von unserer Musik. An Anfang kommt das hier natürlich. Jetzt müssen wir natürlich, ich sag jetzt mal, für Intro so 15 bis 20 Sekunden. Ich nehme jetzt mal 20 Sekunden und warte, bis die 20 Sekunden vorbei sind. Und drücke dann Pause. So, gleich ist es soweit. So, 2011 lasse ich so. So, jetzt müssen wir das Ganze mit der anderen Seite machen. Einfach löschen. Schere, ihr könnt es natürlich auch länger ziehen, dass es dann besser und praktischer ist. Also immer auf die Schere drücken zum Schneiden. Finde ich auch gar nicht so schwer. So, hier, das weg, weg. Weg, so. Jetzt könnt ihr es auch wieder verkleinern, so fertig eures Lied. Jetzt könnt ihr das Ganze am Ende machen und hören. So, es fängt an, wie ihr go. Es geht 20 Sekunden lang und dann hört das wieder auf alleine. Ganz praktisch. So, fertig. Also. Zum Speichern geht ihr hier oben auf diese Kassette und diesen paar Strichen. Geht da drauf. Und sagt, es soll auf den Desktop gespeichert werden. Sagen 2, weil sonst nicht die komplette Datei. Ich habe eben gerade noch was gehabt. Ich muss mal meine Datei. Die habe ich aber nur dort gehabt. Weiß auch nicht warum. Löschen. Hey. Naja. Hey, Skype war da unten. Das, so, warte. So, fertig. Naja, auf jeden Fall müsst ihr dann das so nennen. Weil ihr auf dem Desktop ja die Musik nochmal hattet, ihr müsst die 2 nennen, sonst kommt das halt nochmal auf Speichern. So, ich hoffe jetzt mal, dass wir so... Ja, genau. Jetzt kommt nur euer Titel und ihr habt es einfach geschnitten und habt es gespeichert und geht. Ja. So, dann bis zum nächsten Mal und ciao.